Hab ich. Okay, dann mal hier raus. Dann werde ich nämlich auch die Kiste von ihm plündern. Warte hier. Kein Problem. Wenn er sich wieder hingelegt hat. Patty. Oh, sie ist so hohl, ne? Naja, okay, er schläft trotzdem, weil Patty keine Geräusche macht. So. Hammer und Gold. Der Hammer ist vermutlich nicht viel wert. So, Patty, komm mit. Komm mit. Gut. So, was haben wir sonst noch? Blake. Blake muss ich auch noch anschnacken. Vielleicht hat er auch ein bisschen was mit dem Taschendiebstahl am Hut. Nein. Obwohl, wie kommt es, dass du hier alleine stehst? Wie kommt es, dass du hier alleine stehst? Bruce hat Curtis gesagt, er soll mir zwei Typen an die Seite stellen, aber das sind Säufer. Aber zur Not werde ich auch allein mit den Viechern fertig. Ein Pirat schlägt keinen guten Kampf aus, das solltest du dir merken. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum du hier alleine stehst. Vermutlich sind das diese zwei, die denn am Lagerfeuer stehen. Okay, es wird langsam auch Tag. Das heißt, ich gehe jetzt auf Erkundungstour. Zurück zu Jacks Turm. Ja, es wird langsam Morgen. Man sieht wieder ein bisschen mehr. Das ist ganz okay. Es ist so ein bisschen neblig. Ich wechsle mal meine Waffe zur Machete. Wenn mir das Spiel sagt, dass das eine bessere Waffe ist, dann wechsle ich die mal einfach. Okay. Nehme ich die mal. So. Da hinten war der Jaguar, ich gehe mal hier lang. Boah! Boah, Falle. Boah, was ist das denn, ey? Zum Glück habe ich meine Finger auf der Leertaste. Einen zumindest. Ich weiß ja nicht. So. Okay, da geht's da hoch. Ich will hier runter. Genau, hier lang will ich. Ist hier welche Kräuter? Nee, ne? Da hinten ist aber der verfickte Jaguar. Ich werde den mal nicht töten. Also mich nicht mit ihm anlegen. Oh, hier liegt was. Kleiner Goldbeutel. 25 Gold und Grog. Nice, das ist ja schon mal gelohnt. Sonst noch irgendwo was hier? Hier oben vielleicht? Nee, scheinbar nicht. Hier auch nix. Nicht, dass ich was sehe. Hm, da hinten ist eine kleine Hütte. Das sind Schweine. Daneben. So, das war's zum Schein, habe ich erledigt. So. Komm schon, gib ihm. So. Bei was ein Schwein erledigen, bin ich aber besser als Patty. Während die irgendwo hier eingetötet hat, wo ist denn das? Da hinten hat sie das getötet, da. Hier ist ein Fluss, wa? Wo wollte ich jetzt hin? Da hinten zur Hütte wollte ich. Scheint noch ein bisschen was zu sein. Ein Bett. Okay. Mehr nicht? Nur ein Bett? Das wäre ja traurig. Ah, nee, da unten ist was. Da unten ist eine Kiste. Und ein Skelett. Proviant und 10 Gold, naja. Nicht das Wertvollste, aber ganz okay. Wie viele Muscheln habe ich denn wieder? 2.
2. Geht doch nichts. 13 Perlen. So langsam sammelt sich das wertvolle Zeug im Inventar an. Hier kriegen wir doch sicher noch einen guten Kampf. Da hinten ist ein Sandkrabbler. Ich hab dich genau gesehen. Du leuchtest so schön. Ich bin bei dir. Wow, du hast ziemlich viele Freunde mitgebracht, wa? So. So. Ah! Die nagen mir meine Körperteile an. So. Den habe ich auch getötet. Und jetzt noch den letzten. Fetti macht den. Okay. Gute Sache. Zweimal Ruhm. Und noch ein paar Leuchtkugeln. Denn ist ein Schiff. Ach so, das Schiff ist das. Ich habe mich schon gewundert, was für ein Schiff da hinten auf einmal steht. Das ist das Schiff, mit dem wir angekommen sind. Hier liegen noch ein paar Sachen rum. Das ist eine Garganuss. Ja, eine Garganuss. Da liegt noch eine Muschel. Vielleicht kommt hier nochmal so eine Riesenkrabbe. Ich nehme mal Proviant eben. Achso, da hinten sind wir bei den... Ich weiß nicht, ob ich da rüber kann auf die kleine Insel. Scheinbar. Schauen wir uns hier nochmal um. Hier wächst auf jeden Fall was. Eine Blutwurzel. Sonst nix. Nein, sonst nix. So. Gut, damit haben wir hier auch alles erkundet. Die Insel sollte mehr oder weniger erkundet sein. Nur noch eine einzige Stelle habe ich nicht erkundet. Aber da waren mir so viele von diesen Riesenviechern, dass ich da nicht weitermachen wollte. Deshalb zurück zum Piratennest. Ja, hier habe ich alles erkundet. Das ist alles erkundet, dieser ganze Bereich. Da oben war ich schon ganz bisschen. Wobei ich hier noch nicht ganz reingekommen bin, weil ich hier einen Jaguar gemieden habe. Das habe ich alles erkundet. Ja, das habe ich alles erkundet. Hier bin ich noch nicht gewesen. Das ist der einzige Bereich. Aber okay, erstmal zum Piratennest. Vielleicht kann ich hier nochmal später hin, wenn ich stärker geworden bin. Dann werde ich nochmal den Rest erkunden. Quests habe ich, glaube ich, keine mehr. Nein. Nee. Quests habe ich keine mehr. Inventar. Charakter, meine Sammlung. Ich habe schon drei schöne Sachen. Den Handspiegel, Holzbein und Meerschaumpfeife. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Okay. Nicht alles. Plunder. Spitzhacke. 9 Goldbrocken habe ich. Gute Sache. Krallen. Ich habe ziemlich viel rohes Fleisch noch. Sollte ich nochmal verarbeiten vielleicht. Ja. Und das rohe Geflügel auch. Gute Sache. Damit habe ich noch 94 Proviant. Oh, ho, ho, ho. Stalbert, lass uns mal reden. Patty! Patty, endlich! Du hast mich sitzen lassen. Aber... Aber was? Aber ich habe dir einen Sack voll Gold dagelassen. Du lässt einen Sack voll Gold da und glaubst, du kannst dich verdrücken? So einfach lasse ich dich dieses Mal nicht davon kommen. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss wieder auf See. Du willst mich wieder zurücklassen? Bin ich dir so wenig wert? Wenn Mutter das wüsste. Lass deine Mutter aus dem Spiel. Hör zu, ich kann dich nicht in Gefahren aussetzen. Und dann willst du mich alleine lassen? Ist es dir lieber, wenn ich zur Hure werde? Na schön. Vielleicht hast du recht. Willst du denn mitkommen? Oh, Papa! Oh, Schnulz, Schnulz, Alarm! Natürlich will ich mit. Na schön, dann. Willkommen an Bord! Boah, das flackert hinten ein bisschen. Wer ist der Kerl? Du hast dir doch keinen Waschlappen ausgesucht. Ich dachte, er kann bei dir anheuern. Das entscheide immer noch ich.
er denn was? Er steht hier, direkt vor dir. Mund halten! Mund halten! Ey. Wenn er unter Beweis stellt, dass er als Pirat was taugt, kann er anheuern. Und wehe, du hilfst ihm dabei. Wenn dein Freund mit will, wird er den Schwur leisten. Okay, warum Patty hat die Gruppe verlassen. Ich schwöre auch. Das lassen wir mal. Ich schaue mich erstmal hier ein bisschen auf ein Schiff um. Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Vielleicht gibt es hier was Interessantes. Gibt es hier irgendwas Interessantes auf dem Schiff vielleicht? Da ist eine Kiste. Stabile Truhe kann ich sogar aufmachen. So. 300 Gold. Wow. Nice. Nehmen wir gleich mal mit. Questerfolg. Eine schwere Truhe. Nice. Das ist doch schon mal was. Hier in der Küche auch noch was vielleicht. Wein, Bier, Schinken, ne, nix, okay. Du bist meine Tochter. Wir reden später. Okay, sie will nicht. Ach, auf ein... So, du hast dich also an meine Tochter rangemacht. Das ist eure Sache. Aber du bist bestimmt nicht hier, um Inquisitionsschiffe zu kapern. Also, was willst du? Ich suche die Waffe gegen den Kraken. Genau wie ich. Und was hast du mit der Waffe vor? Ich werde das Mistvieh zur Strecke bringen. Gut gesprochen. Aber die Titanenharpune ist nicht nur eine Waffe gegen den Kraken. Sie ist eine Waffe gegen Mara selbst. Es gibt ihn wirklich. Ah, cool. 200 Ruhm. Was weißt du über Mara? Was weißt du über Mara? Sie ist einer der Titanenlords. Und der, der zurzeit die Waffe trägt, dient ihr. Wenn wir ihn uns vornehmen, wird sie nichts unversucht lassen, uns zu töten. Ich kann's kaum erwarten. Was genau ist die Titanenharpune? Das Wichtigste ist, ich weiß, wer sie hat. Und ich weiß, wo wir ihn finden. Doch es wird kein Spaziergang, sie zu holen. Also werde ich dich nur mitnehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass du ein Teufelskerl bist. Werde Pirat. Man erzählt sich, du bist verflucht. Man erzählt sich, du bist verflucht. So. Erzählt man sich auch von den Seeschlangen, die ich erwürgt habe? Und? Bist du's oder bist du's nicht? Würde es dich davon abhalten, mit mir zu segeln? Ich suche diese Waffe. Und wenn ich mit Verfluchten segeln muss, um sie zu bekommen, dann werde ich das tun. Auch wenn du selbst verflucht wirst? Hör zu. Ich bin verflucht. Und jeder, der mit mir segelt. Willst du immer noch mitkommen? Ich brauche jetzt erstmal einen Rum. Ich brauche jetzt erstmal einen Rum. Hier, trink dir mal ein bisschen Mut an. Ha! Du wirst ihn brauchen für das, was noch kommt. Mara, hetzt uns den Abschaum der Meere auf den Hals. Aber wir lassen uns nicht so einfach umbringen. Warum will Mara uns umbringen? Jeder, der nicht ihr Untertan ist, ist ihr Feind. Und ihre Feinde rottet sie aus. Und wann bist du ihr Feind geworden? Als ich mich entschlossen habe, nicht ihr Untertan zu werden. Dann bist du ihr schon begegnet. Junge, du stellst zu viele Fragen. Wenn du mit mir segeln willst, musst du dir das unbedingt abgewöhnen. Dem geht es voll auf den Sack, dass wir mit ihm reden. Wer ist Captain Garcia? Wer ist Kapitän Garcia? Hab ich dir nicht gesagt, du stellst zu viele Fragen? Nur diese eine noch. Na gut, Junge. Ich will ehrlich mit dir sein. Du hast dir einen ziemlich ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, um Pirat zu werden. Es gibt nämlich Krieg unter den Piraten. Ich hörte davon. Unterbrich mich nicht. Die Kapitäne Garcia und Crow haben sich mit Mara verbündet. Crow bekam dafür die Titanenharpune und Garcia die Knochenhand. Also sind wir hinter Crow her. Es gibt kein Wir, bis ich davon überzeugt bin, dass du's drauf hast. Wie kann ich dich überzeugen? Wie kann ich dich überzeugen? Reicht es, wenn ich dir sage, dass ich einen Feuertitan besiegt habe? Oder muss ich mich prügeln, saufen und Schätze finden? Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn du es irgendwie schaffst, dass wir endlich unseren Rum aufs Schiff kriegen, bist du schon so gut wie an Bord. Was war denn da am Strand los? Du hast Meeks erledigt?
Und einen Versunkenen, mit dem er gesprochen hat. Der Mistkerl Meeks hat uns an Mara verraten. Hab ihm eh nicht getraut. Er gehörte früher zu Captain Garcia. Gut gemacht, Junge. Und denen ist es nicht schade. Du hast gegen Hank gewonnen. Das ist gut. Okay. Du bekommst keinen Rum? Du bekommst keinen Rum? Ei, Boos, der alte Saufkopf, rückt nichts raus. Hat irgendwas von Problemen gefaselt. Aber sowas will ich nicht hören. Eins sage ich dir, ohne einen ordentlichen Vorrat werde ich nicht ablegen. Darum habe ich mich doch schon gekümmert, eigentlich. Ich habe noch was, das dich überzeugen könnte. Ich habe noch was, das dich überzeugen könnte. Okay, ich habe eine Ruine geplündert. Die alten Tempel sind Ruhestätten der Ahnen. Wenn du ihre Schätze klaust, werden sie zornig. Damit werde ich fertig. Okay, ich habe den Schatz von Pete gefunden. Gut, du kannst also eine Karte lesen. Ich habe ein paar Krabben erschlagen. Du redest nicht von den Kleinen, oder? Ein Hieb ihrer Zangen könnte einen Mast zerbersten, wie einen dürren Ast. Bist nicht auf den Mund gefallen. Jetzt mal im Ernst. Das war schon ganz ordentlich. Aber das wird nicht dein letzter Kampf gegen diese Ungeheuer gewesen sein, wenn du mit mir segeln willst. Ich habe einen gefangenen Piraten befreit. So? Wen? Lago. Er saß in Puerto Sacarico im Turm. Gut gemacht, Junge. Wir Piraten müssten zusammenhalten. Vor allem gegen die Inquisition. Und Boos ist bereit, ihn rumzuliefern. Alle Achtung! Jetzt bin ich beeindruckt. Ich verhandle noch den Preis mit Boos. Deine Tochter vertraut mir. Und ihr wart in Puerto Sacarico. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Durch den Dschungel oder über den Pass? Den Dschungelweg. Den gefährlichen also. Das spricht für dich. Obwohl du damit Patty unnötigen Gefahren ausgesetzt hast. Wie sieht's aus? Nimmst du mich mit an Bord? Haben wir erstmal Ende. Steuerbad geht jetzt erstmal preisverhandeln. Tja, ich schätze, du hast jetzt einiges zu tun. Wir unterhalten uns hier noch eine Weile. In Ruhe. Alles klar. Mit dem Rum hast du meinen Vater glücklich gemacht. Na, hoffentlich. So. Wunderbar. Ach, auf einmal bedeutet dir das was. Es hat mir... Was? Es hat mir... Ach, vergiss es. Trinken wir lieber. Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Landratte? Dein Gejammer hat mich rausgetrieben. Du raubst mir noch den Verstand, du Lappen. Den hast du doch längst versoffen. Also, 7 für 2 Kisten, ne? Willst du mich ausrauben oder ein Geschäft machen? 5 für 4. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich beleidigen zu lassen. 8 für 3. Und ich lasse mich nicht ausnehmen wie ein Fisch. 7 für 3. Alter Geizknochen! Ist das ein Ja? Potzblitz, ich schlag ein! Salivitats. Die sind beide voll bekloppt. Ah Gott. So. Anscheinend scheint ihr den Handel besiegelt zu haben. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas brauche. 2200 Gold. Ich würde sagen, das war's. Ich könnte von dieser Insel runter. Ey. Benimm dich, Maus. Wie der mal rülpst. Okay, gehen wir hier runter. Steuerbad. Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, macht dich noch nicht zu einem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Kämpfst gegen Riesenkrabben. Die Sache mit Hank. Laugo befreit. Pete's Schatz. Hast dich den Versunkenen gestellt. Eine Ruine geplündert. Vergiss nicht den Rum. Natürlich! Der Rum! Was ist jetzt?
Meine Tochter hatte recht. Du bist zu gebrauchen. Yeah! Wenn du den Schwur leistest, bist du dabei. I'm a pirate! Finally, pirate!